Also ich bin der Manuel Knapp, komme aus Mühlacker, bin dort auch aufgewachsen und lebe jetzt seit 12 Jahren in Großgladbach. Ich habe Kunst studiert in Stuttgart an der Akademie der Bildenden Künste, Spezialgebiet Bildhauerei. Und ich bin im Jahr 2012 bei dem Studium im Auslandssemester auf das Material Faden gestoßen und seitdem ist es zu meinem Arbeitsmaterial geworden. Ich arbeite ausschließlich mit Baumwollfaden seitdem und erstelle Objekte, die eine spezielle Raumwirkung haben. Das Kunstwerk heißt Kaleidoskop. Es ist hier direkt für diese Raumsituation entworfen und konzipiert worden. Die Planungen zu dieser Arbeit liegen jetzt ein halbes Jahr zurück. Das heißt, es gibt erst eine Skizze, ein Konzept, das erstellt wird. Und dann geht es an die direkte Umsetzung. Dann kommt das Handwerk, das für mich wichtig ist. Ich baue das Ganze aus Holz. Und dann geht es noch an die Umsetzung hier vor Ort. Es hat 24 Dreiecke an der Außenseite mit jeweils 85 Bohrlöchern drin. Es sind 2000 Löcher insgesamt. Es sind 5000 Meter Faden, die verspannt wurden. Und dieser Faden wird durch diese Löcher durchgehäkelt von Hand. Zur grundsätzlichen Farbkombination oder Konzeption ist zu sagen, dass es 4 Grundfarbtöne sind, die hier streng symmetrisch in diesem Objekt angeordnet sind. Das Objekt besteht eigentlich aus 2 Teilkörper, links und rechts. Jedoch gehen die Farbbänder in der Mitte durch das Objekt durch und verbinden beide. Also wenn man es in die gängige Kunstkategorie einpflegen möchte, dann würde es irgendwo stehen zwischen Pop Art, Op Art, also optisch aktiv, und Konstruktivismus, sehr reduziert auf minimale Formensprache, Geometrie, Symmetrie, diese Sachen stecken damit drin. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich das Material zu was ganz Eigenem mache. Also man könnte sich fragen, ist es noch Bildhauerei oder nicht? Ich würde sagen ganz klar ja. Es sind 3 Grundpunkte, auf die es immer wieder zurückkommt. Es ist das Objekt, Subjekt und der Raum. Das heißt, das Objekt ist das Wandbild, das Subjekt ist der Betrachter an sich und der Raum, das ist der Umraum, in dem das Ganze stattfindet. Die Arbeiten haben bei mir immer eine Tiefe. Das heißt, es entsteht eine optische Veränderung, wenn sich der Betrachter vor dem Bild bewegt. Ich arbeite sehr viel mit exakten Ebenen, die sich dann summieren und die Farbwirkung verändert sich. Das heißt, dieses Objekt bleibt stets lebendig, je nach Perspektive, die der Betrachter dazu einnimmt. Es verlaufen immer Doppelfäden in diesem Kunstwerk. Es führt zu mehr Farbtiefe und es führt auch diesmal zu einem ganz leichten Eindruck, dass das Sonnenlicht drauf fällt auf die Arbeit. Das war mir sehr wichtig. Wir haben eine reine Arbeitszeit vom Fädenspanner von 70 Stunden für dieses Werk. Das heißt, 10 Arbeitstage, jeden Tag 7 Stunden Fädenspannen. Während der Arbeit läuft eigentlich immer laute elektronische Musik bei mir. Ich versinke damit in meine ganz eigene Welt und man muss auch in so eine Art Meditation verfallen, um gleichzeitig konzentriert zu bleiben, um keine Fehler zu machen. Fehler sind hier nicht korrigierbar. Was einmal verwoben ist, kann nicht mehr nachträglich gerichtet werden. Ich denke, es gibt ganz viele Arten, auf die man Zugang zu dem Kunstwerk finden kann. Ich empfehle auch mal, einfach mehr Abstand dazu einzunehmen, das Ganze von weiter weg zu betrachten, zu schauen, wie sich der Faden oder der Gesamteindruck verändert, wenn man sich bewegt, wenn man das Kunstwerk anschaut. Ich freue mich sehr, dass der Herr Rosenauer die Sammelleidenschaft seines Vorgängers Karl Röckinger teilt und ich hier mein Werk verwirklichen durfte. Es gibt schon 2 kleinere Werke in der Sammlung und hier hatte ich jetzt die Möglichkeit, ein großes Wandobjekt zu gestalten.